Hallo Freunde, und heute geht's super Aufbau. Hallo Freunde, heute geht's um Skincare und wir gehen erstmal kurz so ein bisschen mein aufgebrauchtes Skincare-Dings durch und so ein bisschen Duschzeug. Ich habe das echt jetzt gesammelt für lange Zeit. Ich bin mir gerade nicht sicher. Duschgedöns, und wir werden es heute einfach so ein bisschen bewerten und danach gehen wir meine derzeitige Skincare-Sammlung mal durch und dann erkläre ich euch so, für was es ist. Ich würde sagen, ich fange einfach an und zeige euch die Sachen. Ich krabbel hier einfach was raus. Das allererste, was ich aufgebraucht habe, ist dieses Shampoo. Das war in so einer Box drin. Ich habe ein Abo bei der My Little Box und da sind immer richtig geile Sachen da. Zitrusfrucht, Gedönsbin, und das riecht wirklich sehr, sehr gut. Ja, wollt ihr alle hier rein, nur weil ich anfange zu reden oder was? Nachkaufe, was ich jetzt immer nachkaufe, ist von Elkosis zum Rasieren und alles, dass ich da halt schon ein bisschen was habe, ne? Ich weiß nicht, ob man so normales Rasiergel da benutzen darf, deswegen das ist mal ganz praktisch. Und ja, das ist seifenfrei, gynäkologisch geprüft und ist in Nägelreinigung und sanfte Pflege. Und das ist ohne Mikroplastik, und das ist übrigens die Eigenmarke von Edeka, und so teuer war es auch, glaube ich, nicht. Elkos ist relativ günstig. Müsst ihr euch mal umschauen. So, ich gehe mal kurz die ganzen Nicht-Skincare-Sachen durch, weil das geht schnell. Von Biotherm eine Größe, war auch in der Meine Box drin. Was ist jetzt hier los? Das ist so typisch, Katz. Und natürlich geht jetzt das Klo. Ich habe die mir jetzt auch im Großen nachgekauft, weil ich die wirklich liebe. Das hat auch so einen Zitrusduft. Und ich liebe Zitrusduft, habe ich ja gerade schon gesagt. Ist heftig. Also ich habe mir die Insel nachgekauft, weil sie leer war. Das hat aber auch nicht lange gehalten, weil, ich weiß nicht, 30, 75 Milliliter? Okay, wow. Ich brauche anscheinend ziemlich viel Creme. Hat bei mir jetzt echt nicht so lange gehalten. Nicht mal eine Woche. Pflegt gut, zieht schnell ein und riecht einfach so, so geil. So, und ich glaube, jetzt haben wir nur noch Skincare. Super viel Skincare. Night Repair Serum. Ich hasse es, dass ich das mag. Es ist unfassbar teuer, aber es ist gerade ein bisschen günstiger bei Douglas. Also falls ihr euch überlegt, es mal zu kaufen, es ist gerade ein bisschen günstiger. Ich habe mir das auch in groß nachgekauft, das zeige ich euch gleich. Ja, ich liebe es, leider Gottes. Ich weiß nicht wieso, es fühlt sich sehr reichhaltig an. Ich weiß auch nicht, was da drin ist, ob es nur das Feeling ist. Aber ich mag es wirklich sehr, sehr gerne, und es ist echt kacke, weil es ist unnötig teuer. Ich glaube, die 80 Euro. What the fuck? Und ich habe es halt für 50 geschossen mit nochmal 4 Stück davon. Also so zusammen so ein Set. Und selbst dann finde ich es viel zu teuer. Und ich glaube, es gibt auch genug Sachen, die ähnlich gut wirken, aber ich weiß auch nicht. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ähnlich sind wie die, schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, ich habe noch kurz Haare. Und zwar habe ich von Olaplex dieses Öl hier aufgebraucht. Das ist dieses Bonding Oil Nummer 7. Ich muss sagen, ich habe es sehr geliebt. Ich habe es sehr gemocht. Es ist nur wahnsinnig teuer und es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, gerade wenn du so blondiertes Haar hast und ein bisschen mehr Pflege benötigst, ne, brauchen wir nicht sagen, dass sowas die Haare sehr kaputt macht. Ich glaube, für Blondinen ist das super gut, gerade für Blondinen, die halt geschädigtes Haar haben. Aber wenn du so relativ gesunde Haare hast, so wie ich glaube, dann brauchst du es nicht. Also dafür ist es einfach zu teuer für das, was es macht. Ne? Das repariert halt schon heftig. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz die ganzen kleinen Proben durch. Die Shiseido Creme leer gemacht, die Power Infusion Concentrate. Ich glaube, ihr kennt die, die ist bekannt von Shiseido. Ich hatte ja diesen Adventskalender letztes Jahr und da sind halt die ganzen Sachen her. Also ich habe mir die jetzt nicht gekauft. Und dann habe ich noch von Shiseido eine Wrinkle Smoothing Cream. Das ist halt so eine Probegröße. Sowas war ein Adventskalender. Oh. Auf jeden Fall fand ich die Creme eigentlich ganz okay. Es ist aber die Preisspanne ist einfach zu hoch. Das muss man einfach mit einbeziehen, wenn Sachen so extrem teuer sind. Da sage ich auch nicht, ob es gut ist oder nicht. Ob es nur gut ist, weil wenn etwas so teuer ist, dann es ist zu teuer. So, yo, genauso wie das Estee Lauder Ding. Es ist einfach zu teuer. Ich muss aber sagen, ich mag es sehr gerne. In der 24 war auch die große Größe drin. Nicht wundern, man kriegt das hier wirklich nicht mehr raus, ne? Dieses Kleid. Und es ist gefärbt, muss man auch sagen. Richtig fake, Alter. Ich habe wirklich alles probiert, man kriegt da nichts mehr raus. Das ist halt die große Größe, ne? Das ist die kleine Größe. Ich glaube, das sind wie viele Milliliter? 10 und das sind 15. Was?
wow, man denkt, hier sind irgendwie 30 drin. Okay. Naja, auf jeden Fall finde ich das Serum sehr, sehr gut. Es hat mir sehr, sehr gefallen. Und das finde ich richtig kacke, weil es halt so unnötig teuer ist. Aber ich habe mich noch nicht durchgerungen, es nachzukaufen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, es ist mehr Schein als Sein. Also gerade wenn so Sachen mit Power Infusion Concentrate Sachen und hier steht noch im Generation Red Technology, das ist einfach ein bisschen viel Marketing. Da sind bestimmt gute Inhaltsstoffe drin, ne? Ihr könnt euch ja die Sachen mal angucken, wie die Inhaltsstoffe sind. Ich kann euch nur von meiner Erfahrung sagen. Power Infusion Concentrate Cream Ultimate. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen wirr. Wie lange kackt meine Katze? Beziehungsweise, das ist Lovi. Er kriegt es einfach nicht hin. Also, er kriegt das hin, aber er gibt sich ultra viel Mühe, das zu verstecken. Würde ich es weiterempfehlen, wenn ihr reich seid, gönnt euch das. Es ist halt nur mega parfümiert. Ach ja, parfümierte Dings haben wir von Exkin gelernt. Unnötig as fuck. Wenn es ein Cleanser ist, ist es okay, hat er gesagt. Aber wenn es so Sachen sind, die lief. Lovi! Unnötig as fuck, deswegen. Ja, selbst Lovi sagt es. Also bitte. Es riecht schon sehr deutlich. Es riecht wie ein Parfum. Das ist halt schon heftig. Vor allem, die ist, glaube ich, auch overnight gedacht. Und allgemein, aus der Skincare nicht nach einer Minute runter. Nicht so cool. Komm mal hier, bitte. Shiseido, mein Adventskalender. So, ich habe ziemlich viel Shiseido-Kram ausprobiert, weil ich ja diesen Adventskalender hatte. Ich lasse die Tür auf. Scheiß drauf, die wollen unbedingt rein. Und so habe ich einmal hier die Shiseido White Lucent Brightening Gel Cream und die Shiseido Vital Perfection Overnight Firming Treatment. Oh Gott, ich habe das geliebt. Aber es ist sauteuer. Das sind halt einmal 15 ml, 15 ml sind diese kleinen Größen. Ich habe es wirklich komplett aufgebraucht. Also ich muss sagen, die Cremes sind wirklich sehr, sehr schön, aber ich zeige euch bessere Cremes, die von der von der Preisspanne einfach besser sind. Aber allgemein finde ich sie schon gut. Aber sie sind alle extrem parfümiert. Das ist wirklich, als würde es Parfüm ins Gesicht klatschen. Und ich habe jetzt nicht so Probleme damit bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sowas auf Dauer schon Probleme macht. Also auch wenn du am Anfang kein Problem mit Duftstoffen in so Skincare hast, kannst du dadurch extreme Probleme bekommen. Deswegen empfehle ich sowas überhaupt nicht. Und die ich unbedingt nachkaufen will, aber auch damit Tada, weil sie jetzt so parfümiert ist. Und zwar ist es von, das war glaube ich im Sephora Adventskalender drin. Fresh heißt die Marke, genau. Fresh, das ist die Rose Cream. Und ich habe sie geliebt. Aber sie ist auch so unfassbar parfümiert, es macht keinen Spaß. Aber ich bin mir gerade sicher bei Rose, ob das einfach davon kommt, dass Rosenwasser halt drin ist oder ob es halt noch extra parfümiert ist, weil steht auf der Außenverpackung drauf und nicht hier drauf. Hier steht nur, wie man es benutzt und nicht, was die Inhaltsstoffe sind. Auch 15 ml. Ich finde 15 ml gut zum Ausprobieren. Ich finde sie auch echt gut. Ich würde mir sofort nachkaufen. Aber ich bin gerade halt die ganze Zeit. Ja, ich hade halt mit mir, weil ich nicht sicher bin wegen den Duftstoffen. Wenn ihr Erfahrung habt, auf jeden Fall Bescheid sagen. Hier, guck mal, eine Mütze. Bitteschön. Das ist von Rosenthal. Die ist ganz schön intens. Also für meine Haut sogar schon zu doll. Ich habe nicht mal viel benutzt. Es ist auch entweder ziemlich parfümiert oder es riecht einfach so doll. Ich habe es aufgebraucht, war aber auch froh, als es dann aufgebraucht war, weil es wirklich sehr, sehr intensiv ist. Also es ist irgendwie intense cleaning, also hier steht es auch, aber ich finde es wirklich ein bisschen zu harsh. Also ich habe schon immer ein bisschen weniger genommen, weil ich hätte gemerkt, dass sie ganz schön doll ist, aber ich... Die ist wirklich doll, Freunde. Die ist wirklich doll. Also, wenn du wirklich... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich kann sie nicht empfehlen. Sie ist einfach ein bisschen zu intens. Und ich habe nicht mal so krass sensible Haut. Und für mich war es schon manchmal... Boah. So, ich habe sie nicht mal 5 Minuten drauf gehabt. Und ich glaube, länger soll man es auch nicht. 5 bis 10 Minuten. So 5 ist wirklich Maximum. Wirklich. For real. Und dann als jemand, der keine sensible Haut hat. Dann habe ich das hier mir gekauft. Und zwar ist... Das nicht, also man kann es auch fürs Gesicht benutzen. Ich habe es aber unter meine Achseln genommen, weil es einfach die Bakterien abtötet, die halt machen, dass du stinky bist. Und ja, ich würde es immer wieder nachkaufen. Es ist gerade nur bei Amazon voll teuer. Also ich habe es, glaube ich, für 10 gekauft und jetzt kostet es irgendwie fast 20 Euro. Also ich weiß auch nicht, was so abgeht. Ich warte halt noch, bis es wieder günstiger ist. Wenn du so Probleme hast, nach dem Sport wirklich doll zu riechen, und das ist bei mir einfach wirklich doll. Lorenz sagt zwar nein, aber ich rieche es und das nervt mich. Und danach riechst du einfach nach gar nichts. Es ist wirklich krass. Also man darf natürlich nicht viel nehmen und um Gottes Willen nicht in den Intimbereich. Es ist wirklich nur für unter die Achseln. Und fürs Gesicht kannst du halt auch, das ist halt vor allem fürs Gesicht gedacht, weil es halt die ganzen Bakterien abtötet. Aber ich habe es wirklich nur für unter die Achseln genommen. Und man braucht auch nicht so viel. Also es hält sich schon ein bisschen, aber es ist wirklich sehr teuer. Es ist halt nur für Leute, die wirklich
Probleme damit haben, dass man halt extrem riecht. Die ich aufgebraucht habe, das ist von La Roche-Posay, die Caesar Plus. Da ist Panthenol drin. Ich glaube, ihr kennt die, ne? Ich mag die Creme. Ich mag die Creme echt gerne. Aber sie ist immer ausverkauft. Sie kostet auch ein bisschen mehr. Und da habe ich jetzt andere, die ähnlich gut sind. Die zeige ich aber gleich. Vor allem, die gleich gut sind. Die ist auf jeden Fall sehr reichhaltig. Hilft auf jeden Fall extrem bei sehr trockener Haut, gerade nachts. Eine Sache, die ich mir noch 100-mal nachkaufen werde, wenn es wieder da ist. Ach, oh, die sind immer ausverkauft. Ich könnte kotzen. Das ist von Caudalie. Dieses Serum. Es ist aber super schnell aufgebraucht, weil das kannst du morgens und abends nehmen. Und ich habe mich ja so dran gewöhnt, dass ich es morgens und abends nehmen konnte. Aber es macht wirklich einen Unterschied. Also, ich weiß nicht, ob ihr noch meine Haut so im Kopf habt. Das hat auf jeden Fall das meiste gemacht. Ich schwöre es euch. Also, es ist halt unfassbar teuer, weil es im Hype, glaube ich, war bei TikTok. Und die Marke kam mir halt schon bekannt vor, weil in meiner My Little Box Abo sind ganz oft Sachen von Caudalie dabei. Und ich habe immer, ich fand es immer geil. Und diese Vino Perfect Reihe gibt es halt mit verschiedenen Produkten und das ist halt das Serum davon. Ich würde es immer wieder nachkaufen, wartet aber ab, bis der Preis wieder droppt und nicht 50 Euro oder so. Das ist wirklich krass, wie teuer das ist. Und bei Look Fantastic gibt es auch noch günstiger, aber es ist immer ausverkauft. Es ist immer ausverkauft. So, dann haben wir jetzt hier noch eine Sache. Drei Sachen. Das war bei umsonst meiner Douglas-Bestellung dabei. Ampullen von Babor. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich hasse die Sachen. Es war halt umsonst dabei, deswegen habe ich ausprobiert. Da war jetzt einmal Hyaluronic Acid drin, Vitamin C und Peptides. Ich habe eins davon nicht benutzt, weil mich das an die beiden anderen schon so genervt haben. Ich weiß nicht, bei mir sind Hyaluronseren so, dass sie sich immer abrubbeln lassen. Egal welches, egal wie teuer es war, egal was, immer wenn ich Hyaluronserum benutzt habe, ist das passiert mit meiner ganzen Skincare. Und irgendwann dachte ich mir so, scheiße, ich benutze kein Hyaluronserum mehr. Das funktioniert bei mir anscheinend nicht. Und dasselbe auch hier. Und der Preis ist einfach unfassbar unnötig hoch. Ich bin kein Fan von Babor, ist aber immer parfümiert. Es ist ein Luxusprodukt für Leute, die keine Ahnung haben. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich viel ausmacht, außer dass man sich denkt, boah, geil, Ampulle auf meine Haut, drauf meine Haut. So, wisst ihr, verstehe ich nicht. Vitamin C sagt einem natürlich was, so, das ist Brightening. Und drei Ampullen à 2 ml. Es ist einfach unfassbar unnötig teuer. Wirklich, kauft den Scheiß nicht. Ich weiß nicht, warum die noch existieren. Es ist wirklich so. Wieso leben die noch nach Skincare, X-Skincare? Warum leben die? Warum können die überhaupt sich noch leisten zu existieren? Ich finde Babor richtig scheiße. Bisschen shady, aber ich mag die gar nicht. So, und dann habe ich von Jungglück eine Pickelpaste gehabt. Die ist aber steinhart geworden. Und deswegen konnte ich sie nicht weiter benutzen. Und ich habe halt nicht jeden Tag Pickel. Ups. Kopf, klopf auf hier. Hoffentlich bleibt es auch so. Und es ist vor allem halt, ich könnte es jetzt wahrscheinlich machen. Ich habe hier so ein Mini-Ding. Obwohl, ja, doch, könnte ich wahrscheinlich machen. Aber es ist halt super schnell ausgedried. Also es ist wirklich, es ist steinhart. Okay, jetzt habe ich so überall so Krümel auf meiner Haut. Das war Tattoo. Okay, jetzt kann ich den Scheiß auch endlich mal wegschmeißen. Leute, ey, das lag die ganze Zeit hier rum. Ihr wisst nicht, ich bin so ein Mensch. Ich hasse sowas, leere Verpackungen irgendwo rumliegen zu haben. Da drehe ich durch. Wir gehen jetzt einfach mal meine ganze Skincare durch. So, und zwar benutze ich, um mein Make-up wegzubekommen. Das kennt ihr bestimmt. Das ist von Balea, das Reinigungsöl. Ich habe mich lange drum gerissen, ob ich es kaufe oder nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist parfümfrei, es ist für trockene Haut. Es ist eine schnelle Reinigung und auch bei wasserfestem Make-up gut. X-Skincare hat mich sehr viel hier gedingstert. Ne, brauchen wir nicht darüber reden, man sieht's. Ich bin froh, dass der damals ein Video mit Dings gemacht hat, mit Hatice. Ja, auf jeden Fall kann ich es echt empfehlen. Ich habe jetzt noch nicht so viel benutzt. Ich habe es aber schon ein paar Mal benutzt. Also anscheinend ist es schon ergiebig. Ich mag es sehr, sehr gerne. Und ich glaube, ich werde noch kein anderes Reinigungsgel mehr kaufen. Ich gebe jetzt mal kurz meine Cremes. Ich gehe einfach so, okay? Dann muss ich es nicht wieder ordnen danach. Ich habe einmal von der Vaso-Reihe zwei Sachen. Ich glaube, ich habe euch das in meinem Jahresfavoriten-Video schon gezeigt. Das eine hier, das war jetzt dieses Sleeping Mask. Ist jetzt auch schon wieder fast leer. Das war jetzt so eine kleine Größe. Und die Preise von der Vaso-Reihe sind echt in Ordnung. Muss ich wirklich echt sagen. Und die Produkte sind auch ganz okay. Das ist ganz okay, die sind wirklich gut. Ich habe jetzt keinen Unterschied zwischen den teuren Shiseido-Sachen und der Vaso-Reihe gesehen. Ich habe mir dann noch von der Vaso-Reihe diese Creme hier gekauft. Ich will die jetzt nicht aufmachen, weil sie oxidiert ist. Das ist einfach eine ganz normale Creme und ich mag die auch sehr gerne, ist aber auch ein bisschen parfümiert. Aber diese Maske, die Overnight Mask,
Ich schwöre, Leute, ich kann nicht mehr ohne. Ich liebe die wirklich über alles. Marketing. Sleeping Mask. Und hier Mega Hydration Moisturizer. Ja, aber für die Preise ist es wirklich gut. Also ich glaube 24 kostet beides. Finde ich okay. Sind 50 Milliliter. Der Matika so ein Serum für seine Haut anpassen lassen kann. Und das habe ich auch gemacht. Ich finde es auch ganz gut. Ich finde es so ein bisschen teuer. Also es kostet 20 Euro im Monat. Das ist ein Abo-Modell. Der erste Monat kostet aber nichts. Ich werde es aber wegmachen. Ich brauche das nicht innerhalb von einem Monat auf. Und dann habe ich irgendwann so 20 Millionen Sachen. Ach Mann, bitte. Dann Lovi, geh raus. Das ist ein bisschen nervig hier. So, und dann habe ich einmal von CeraVe eine regenerierende Augencreme mit 3 essentiellen Ceramiden und Hyaluronsäure. Und da ist es wieder. Sobald Hyaluronsäure so hochdosiert drin ist, funktioniert es auf meiner Haut nicht. Ich werde es Lorenz wahrscheinlich geben. Ich weiß, Augencreme sind sowieso ein bisschen so, es gibt keine Augencreme, das kann man überhaupt nicht. Aber ich mag einfach dieses Feeling, dass es hier meistens ein bisschen dickere Paste ist. So, und dann habe ich mir einmal von Transfit Lab ein Agnes Red Spot Fading Treatment. Ich wollte es mal ausprobieren. Tube sozusagen für das von dieser. Also, das, was ich gerade gesagt habe, was ich so mag, was immer ausverkauft ist. Guckt euch einfach die Sachen an. Die Sachen sind auch gar nicht so günstig, aber auch nicht so teuer. Also es ist ein gutes Zwischending. Bis jetzt finde ich es echt gut und ich hoffe, ich finde es weiterhin gut, weil das günstiger ist. Ich mag das nur nicht. Das Teil wird hier so schnell ranzig. Seht ihr das? Das sieht so eklig aus. Und man kann es auch nicht richtig reinigen, weil es halt so schmal hier ist. Es ist wirklich eklig. Guckt euch mal an, wie viel da noch übrig ist. Ich habe euch das letztes Jahr um diese Zeit ungefähr gezeigt, dass ich das richtig doll mag. Und es ist immer noch so viel drin. Also es hält sich. Das kostet gerade 50 Euro. Aua, das ist wirklich teuer. Das ist einmal hier vom Kiehl's Calendula, der Toner. Ich weiß, viele halten nichts von Toner. Ich mag aber das Feeling, wenn man so nach der Reinigung nochmal ein bisschen Wasser ins Gesicht macht. Wasser. Und dann habe ich hier einmal von The Ordinary das hier. Das habe ich bei Jenny habe ich das gesehen. Und ja, ich habe mir direkt nachgekauft und ich finde es wirklich gut. Ich kann das nur nicht so oft benutzen, weil ich da mich erstmal rantasten muss. Ich habe das jetzt schon fast 3-4 Monate oder so. Aber ich muss mich erst rantasten mit der Dosierung. Ich neige manchmal nämlich dazu, Sachen zu viel zu benutzen. Und dann, das ist zu doll. Aber davon kannst du viel benutzen. Das ist halt für das nichts drin, was deine Haut jetzt reizt oder so. Das ist eher pflegend. Mag ich sehr gerne, finde ich aber blöd. Jetzt Niacinamide-Serum von The Ink List gekauft. Das war auch von Skincare meine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob es immer noch empfiehlt, aber ich habe mir einfach nochmal das Video angeguckt, was er mit Hadici gemacht hat. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen nachgekauft. Ja, ich finde das sehr gut. Das kannst du morgens und abends benutzen. Das ist morgens, habe ich es benutzt. Aber man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen rantasten, was. Wie oft man es benutzt. Ne? Das ist ja bei Niacinamide, glaube ich, schon so. Vor allem ein paar Sachen häufen sich ja auch. Deswegen, ich benutze immer ein bisschen weniger als zu viel. Und zwar einmal diese Retinol-Serum hier von Palace Choice. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Kann ich euch dann in ein paar Monaten sagen, wie ich es finde. Und zwar wollte ich unbedingt ein Serum haben, was von Retinol ist. Was Retinol ist. Und gerade Black Friday war, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, bei Palace Choice und die Sachen halt alle 20% Rabatt waren und man sogar ein Serum und sonst dazu bekommen hat. Deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, ich werde nie wieder die Chance haben, 20% bei Palace Choice zu sparen. Ist von obviously Palace Choice, C15 Super Booster, 50% Vitamin C, Vitamin E und mal gucken, wie es ist. Ich wollte euch aber mal zeigen, wie gesagt. Da könnt ihr euch dann in ein paar Monaten drauf freuen. Das war es von Palace Choice, die Intense Repair Cream für Dry. Very dry. Hier, Gesicht. Da ist auch Retinol drin und das ist ein Intense Repair Cream und die benutze ich abends einfach so gern, Leute. Das ist die beste Creme ever. Aber man braucht nicht viel. Ich habe viel zu viel am Anfang benutzt, weil ich halt noch so die anderen Mengen gewohnt war. Aber man braucht super wenig, ist super ergiebig und es ist einfach so geil. Wirklich, kann ich absolut empfehlen. Auch für normale Haut und so, ne? Die haben ja ein Serum, die haben Lotion, die haben Peeling von AHA, aber ich wollte die Lotion haben. Key, also und das kann ich abends nicht mehr. Ich brauche das, also wirklich. Das benutze ich natürlich nicht jeden Tag, nur alle 2-3 Tage. Den anderen Exfoliator, der war umsonst dabei. Die ganze Packung ist schon heftig. Mit BHA, ne? BHA, kennt ihr, ne?
Und dann wechselt man sich natürlich ab. Manche benutzen auch beides gleichzeitig. Einmal eine Creme, die ist aus der Drogerie. Das ist die Mixer Ceramide Deep Moisturizer. Und das ist ein gutes Tube zu der von der Roche Posay. Da ist super viel drin. Ich glaube, der hat 14 Euro oder so. 10 Euro? Ich weiß gerade gar nicht. Aber das sind 400 motherfucking Milliliter. Und ich glaube, man kann sie für den ganzen Körper benutzen, für die Hände und auch fürs Gesicht. Und dafür benutze ich es auch. Für meinen Körper benutze ich halt das Parfüm-Ding. Ich weiß nicht so geil. Parfüm, bla bla, aber ich kann nicht ohne. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Es ist parfümfrei. Es hat auch Skincare. Also, ich muss ganz ehrlich, Skincare hat mein Leben verändert. Ich habe auch meinen Freund letztens seine Produkte geschenkt. Er liebt es. Die ganzen Produkte, die von Kooperation mit ihm war, von der Kolibrise, alles. Er ist, mein Freund ist auch ein Riesenfan. Also, wir lieben dich. Ich lasse meine Haare gerade wachsen. Also, das letzte Mal habe ich sie vor einem Monat geschnitten. Und ich zeige euch mal kurz, was ich benutze. Zeige ich mal kurz, wie lang meine Haare jetzt sind. Vielleicht kann ich in einem halben Jahr so sagen, guck mal, jetzt sind meine Haare so viel länger. Ich war schon 25 Mal auf der Länge, ne? Das kann man sich echt nicht ausdenken, wie oft ich meine Haare jetzt schon wieder nachgeschnitten habe. Aber jetzt ist wirklich kein Blond mehr da. Das nervt mich auch nichts mehr. So, jetzt zeige ich euch mal die Produkte, die ich benutzt. Benutze ich das Amla Öl. Es ist gut für die ganzen Haare, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so einen großen Unterschied sehe. Es ist halt super parfümiert und ich mag so extrem parfümierte Sachen an den Haaren nicht. Außer es riecht nach Zitrone, dann schon. Ich mixe das, habe das jetzt immer hier so reingemixt, was hier drin war. Als es dann zur Hälfte leer war, habe ich dann zur Hälfte Öl noch reingemacht, also das Amlaöl, damit man sprühen kann, weil ich bin ein bisschen aufgeschmissen immer, wenn es so eine Packung ist. Wie soll ich das an meinen Haaren machen, you know? Deswegen habe ich es hier gemischt, dann mache ich immer so. Deswegen ist es auch grün und deswegen packe ich dann so auf meine Haare. Das funktioniert ziemlich gut. Ich weiß nicht, was zu dem Zeug sagen soll, was hier drin ist. Ich wollte einfach eine Sprühflasche haben. Das Amlaöl ist wirklich gut. Ich würde es aber an so eine Sprühflasche machen, weil sonst... Du drehst durch. Und wirklich alles riecht danach. Und ich mag einfach so extrem parfümierte Sachen nicht. Auch wenn es gut riecht, ist es aber trotzdem einfach nicht toll. Dann habe ich hier nur von Olaplex die Nummer 8. Das ist die Bond Intense Moisturizing Mask. Finde ich sehr gut. Aber wie gesagt, ich glaube, die ganze Olaplex-Reihe ist perfekt für Menschen, die wirklich sehr viel gemacht haben mit seinen Haaren. Also für nicht so für mich. Ich werde es auch brauchen, aber ich werde es mir nicht nachkaufen. Einfach weil meine Haare so viel Pflege, wie bei Olaplex drin ist, nicht brauchen. Das hätte ich gebraucht, als ich meine Haare totblondiert habe. Das hätte wirklich viel, viel gemacht. Und zwar habe ich hier von Veleda, auch schon halb leer, das belebende Haartonikum. Das muss ich morgens und abends und massiere das in meine Kopfhaut ein. Das ist Rosmarin, Wasser sozusagen, nur halt fertig. Ich weiß, man kann es auch selber machen, aber ich kann sowas einfach nicht. Ich habe es so probiert, aber ich kann sowas einfach nicht. Es kostet 8 Euro, das sind 100 Milliliter. Ich glaube schon, dass ich pro Monat eine Packung brauche. Also ich dachte, es dauert nicht so, ich brauche nicht so viel, aber ich mache es halt wirklich auf meinen ganzen Kopf, massiere das wirklich komplett ein, dann auch noch mit der Bürste. Also wirklich eine Kopfmassage. Ich glaube, ohne Massage bringt dir das auch einfach nichts. Es ist halt immer so, wenn ich abends im Bett liege, denke ich mir, oh ja, ich kann so mit Rosmarinwasser einmassieren. Das ist so ein richtiges Me-Time, die ich immer habe. Frühs und abends. Finde ich mega geil. So, dann habe ich hier von Argan. Das ist, nee. Oh Gott, was ist das für ein Name? Hilfe. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Arganöl, das ist auch schon zur Hälfte alle. Kann ich nicht empfehlen. Ich benutze es jetzt noch leer. Ich glaube aber, der Arganölgehalt ist jetzt auch nicht so groß. Also es kommt ganz schön spät, Arganöl, Arganal, bla bla bla. Und es ist ein bisschen eklig, sorry, wenn ich so sagen muss. Aber meine Haare, normalerweise sind die nicht so, dass sie hochstehen, sondern die gehen runter. Aber das ist irgendwie so ein bisschen, als würdest du den Wachs in die Haare machen. Also am Anfang so ein bisschen wie Aloe Vera. Wenn du die Aloe Vera Gel in deine Haare machst, dann trocknet es ja auch irgendwann runter und so ist das. Und das mag ich gar nicht. Ich mag das, wenn es dabei, wenn es dann einfach nass ist und so. Aber ich mag es gar nicht, wenn es so runter trocknet und dann so komisches Gefühl in deinen Haaren ist. Und wenn du so durchgehst, dann mag ich gar nicht. So, das wollte ich euch allgemein nur empfehlen. Wenn ihr keinen Bock habt, mal mit euren Händen Öl einzumassieren in eure Haare, das ist so ein Teil, das gibt es bei Amazon und so. So machen. Oh, kann mein Kopf massieren. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das kannst du bei deinem Partner machen, wenn er sowas mag. Und hier oben machst du das auf und dann füllst du halt hier das Öl rein. Und dann, während du deine Haare so massierst, geht das Öl so auf deine Kopfhaut. Das heißt, du machst halt nichts dreckig oder so. Also so habe ich das dann mit dem Amlaöl gemacht. Ist mir aber trotzdem zu parfümiert. Also ich bin froh, wenn es auch leer ist. So, und ansonsten, das probiere ich gerade aus. Da müsst ihr aber mit eurem Arzt und so sprechen, weil das halt ein Apothekenprodukt ist. Ne? Da muss man halt gucken.
Und zwar ist das für Behandlung erblich bedingten Haarausfall. Habe ich jetzt nicht. Aber ich habe hier so Babyhaare. Und ein bisschen ist schon gewachsen. Die halt nie mehr als... Oh, das ist schon häufig gewachsen. Ich habe halt hier sozusagen eigentlich so einen Ansatz, der so geht. Aber die Haare hier wachsen einfach nicht stark genug, dass es wirklich ein Ansatz ist. Siehst du, wie eklig das Haarwein-Öl ist? Ich hasse es. Und ja, das mache ich wirklich nur... Das habe ich heute auch noch gar nicht gemacht. Das kann ich zusammen machen. Das machst du dann hier so hin. 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich soll man 7 machen, aber es ist so eine kleine Stelle. Dann massiere ich das hier so ein. Also das ist vor allem für Stellen, ne? Deswegen ist auch hier so ein Ding. 1, 2, 3, 4, 5. Normalerweise hält eine Packung so einen Monat. Ich glaube, eine hält bei mir 2 Monate. Habe ich die schon 2 Monate? Ich glaube schon. Ist jetzt aber auch fast leer. Und ich lasse meinen Ansatz hier rauswachsen, wie man sieht. Ich habe eigentlich einen Herzansatz. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, es abzurasieren. Man muss aber bei Minoxidil ein bisschen aufpassen. Da gibt es natürlich auch Nebenwirkungen. Nebenwirkungen können zum Beispiel sein, diese typischen Sachen, hauttechnisch, ne? Dass du Rötungen kriegst, dass du es nicht verträgst, dass du Pusteln kriegst oder so. Ich habe es natürlich ausprobiert und bei mir ist nichts passiert. Ich wollte es einfach mal testen, weil ich das ab und zu gesehen habe und mich belesen habe, dass es hilft. Ich weiß noch nicht, ob ich der Typ Haarausfall bin, wo das hilft. Mal gucken. Das ist meine Skincare und meine Haarcare und ja, das ist es. Nahrungsergänzungsschiene zeigen, das wirkt ja auch nochmal dafür, ne? Ich gehe jetzt einfach mal alle durch. Ich nehme alle jeden Tag. Omega-3, Bauchentscheidung, das ist Rizium-Pilz, das ist aber eine Kur. Also die brauchst du nicht immer. L-Lysin, Magnesium, ganz wichtig. Was super wichtig für mich ist, Eisen. Hört mal auf, so süß zu sein. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Noch Mariendiesel und noch D und K2. Vitamin D2 und K3. You know, das haben wir immer zusammennehmen. Das ist so ein Serum, das kannst du einfach runter. Und dann noch Bitterstoffe. Das nimmt man aber nur, wenn du eine Mahlzeit nimmst. Wenn man einfach zu wenig Bitterstoffe zu sich nimmt. Und das nehme ich jeden Tag. Außer wenn ich mal vergesse, das kann auch mal passieren. Fischöl, ich habe es einfach nicht gesehen, dass es echter Fisch ist und nicht aus Algen. Ja, B12, auch wichtig, auch wenn du kein Fleisch isst oder nicht vegan bist, haben die meisten Menschen einfach einen B12-Mangel. Probiona, das ist auch eine Kur. Und dann natürlich Biotin. Das macht auch Haarwachstum, Haut, Haare, bla bla bla. Und natürlich für meine Wimpern, aber haben wir ja schon drüber geredet, benutze ich das Dr. Marsing Serum. Ey, nicht so doll, ist ein Baby. Es macht viel aus, ob du jetzt noch Biotin nimmst, ob du jetzt noch das nimmst, ne? Und ich ernähre mich relativ gesund gerade. Aber ab und zu auch nicht so gesund. So Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Sehen wir uns bald wieder beim neuen Video.